Eigentlich hatte ich ja vor, ein Top 5 Lieblingsspiele-Video für euch zu machen. Aber im Schnitt ist mir dann aufgefallen, dass das Video einfach viel zu lang werden würde. Und da ich hier ein paar neue Formate einführen wollte, dachte ich mir, hey, warum mache ich aus meinen Lieblingsspielen nicht einfach ein festes Format? Und genau das habe ich gemacht. Beziehungsweise mache ich jetzt, denn ich nehme das Video ja gerade auf. Aber ihr seht es ja gerade. Shit, ich glaube, ich bin in der Zeit stecken geblieben. Buenos dias. Konnichiwa und wa und willkommen zu Lieblingsspiele, dem Format, in dem ich, wer hätte es gedacht, über meine absoluten Lieblingsspiele rede. Doch bevor wir anfangen, muss ich noch was loswerden. Okay. Vielen Dank an jeden einzelnen von euch, der mein letztes Video kommentiert hat. Ich hätte echt nicht mit so viel positivem Feedback gerechnet. Und ich kann euch versichern, es fühlt sich einfach so unglaublich gut an, wieder hier zu sein und meine dummen Videos für euch zu machen. Also, danke. Doch genug davon, fangen wir direkt mit dem ersten Spiel an. Und wenn ihr euch an mein letztes Video erinnert, dann wisst ihr vielleicht schon, um welches Game es heute gehen wird. Genau, Hotel Mario. Naja, eigentlich geht's um ein anderes Spiel. Oh, okay, na gut. Dann geht es heute um Banjo-Kazooie. Auf dem N64. Banjo-Kazooie ist eines dieser Spiele, welches man als Kind gespielt und seitdem nie wieder vergessen hat. Das liegt daran, dass dieses Spiel einfach großartig ist und so viel Spaß macht. Fast schon so viel Spaß wie das Spielen auf einem echten Banjo. Ich muss auch wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht stundenlang darüber rede, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Denn ich liebe es wirklich. Sogar noch mehr als Katzen. Und ich liebe fucking Katzen. Ich meine, schaut sie euch an. Die sind wie kleine Tiger. Das Spiel, welches übrigens von Rare entwickelt wurde, als Rare noch gute Spiele gemacht hat. Sollte eigentlich schon für den Super Nintendo unter dem Namen Project Dream erscheinen. Grafisch sollte es übrigens wie die Donkey Kong Country Spiele aussehen. Doch mit dem Erscheinen des N64 wurde das Projekt eingestampft und auf die neue, hippe Nintendo-Konsole verlagert. Und deswegen wird Banjo-Kazooie auch oft mit Super Mario 64 verglichen, was für mich nicht wirklich Sinn ergibt. Klar, beides sind 3D-Plattformer, aber bei genauerer Betrachtung stellt man schon schnell fest, dass die Spiele doch einige Unterschiede haben. In Super Mario 64 sammelt man Sterne und in Banjo-Kazooie sammelt man Puzzleteile. Das ist mega der Unterschied. Außerdem steckt das Game voller lustiger Animationen, Charaktere und einer generell eher humorvollen Atmosphäre. Eine Sache, die man in Mario 64 jetzt nicht unbedingt so hat. Und versteht mich an der Stelle bitte nicht falsch. Super Mario 64 ist ein grandioses Spiel und ich kann kaum etwas Schlechtes darüber sagen. Aber ja, Banjo-Kazooie funktioniert einfach, was das angeht, anders. Während in Banjo einfach alles eine Personalität hat, fühlt sich Super Mario 64 immer so an, als ob man völlig alleine unterwegs ist und höchstens ein paar Toads antrifft. In Banjo-Kazooie hingegen haben wir so viele Charaktere, die etwas zu erzählen haben, auch wenn sie absolut unbedeutend sind. Außerdem sammelt man in Super Mario 64 nur Münzen und Sterne. In Banjo-Kazooie sammelt man so viel mehr. Doch genug der Vergleiche, kommen wir mal zur Story des Spiels. Die böse Hexe Gruntilda, die übrigens wie eine Alkoholikerin aussieht, ich meine, schaut euch mal ihre Hautfarbe an, das ist doch nicht normal, entführt Banjos kleine Schwester, um ihr ihre Schönheit zu stehlen. Okay, alles klar. Also macht sich Banjo zusammen mit seiner gefiederten Freundin Kazooie auf dem Weg, um die kleine Bärin zu retten. Dies macht ihr, indem ihr immer weiter in der Hubworld voranschreitet und Dinge einsammelt, um Türen zu neuen Leveln zu öffnen. Ja, man sammelt in diesem Spiel wirklich eine Menge Zeug ein. Eine ganze Menge. Der ganze Stuff ist in weitläufigen Leveln verteilt und oh mein Gott, die Level. Banjo-Kazooie hat einfach ein wahnsinnig gutes Level-Design. Okay, die Hubworld ist manchmal etwas unübersichtlich, aber ansonsten ist es echt gut. Ob grüne, saftige Wiesen, verrostete Schiffe, winterliche Schneelevel oder Geisterhäuser, Banjo-Kazooie hat alles. Und zu keinem Zeitpunkt fühlt es sich so an, als ob sich Elemente aus den vorherigen Leveln wiederholen. Aber das, was einem am allermeisten im Gedächtnis bleibt, ist der fabelhafte Soundtrack von Craig Kirko. Die Musik unterstreicht die Seele der einzelnen Level perfekt und passt sich auch immer verschiedenen Situationen an, wie zum Beispiel in einer Höhle oder wenn man unter Wasser taucht.
Das Spiel ist ziemlich lang, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es sich hinzieht. Und nachdem man endlich den Endgegner besiegt hat, kein Spoiler an dieser Stelle, wird man mit einem tollen Ende belohnt, in dem sogar eine Fortsetzung angekündigt wird. Diese kam dann auch unter dem Namen Banjo-Tooie. Anders als im Ende von Banjo-Tooie, in dem ein dritter Teil angekündigt wurde. Danke für nichts, Rare. Alles in allem kann ich sagen, dass Banjo-Kazooie ein Meisterwerk der 3D-Plattformer ist. Und jeder, der auch nur ein wenig was mit dieser Art von Spiel anfangen kann, sollte jetzt losgehen, sich dieses Game besorgen und spielen. Ich meine es ernst, ich werde hier warten, bis ihr es getan habt. Na gut, bis ihr das erledigt habt, möchte ich von euch noch gerne wissen, ob ihr Banjo-Kazooie schon kanntet und ob ihr es vielleicht sogar gespielt habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da, würde mich wahnsinnig freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Madame!